お兄ちゃん。いけません、みゆき。僕たちは Geschwister. Aber wir haben nicht dieselben Eltern, also dürfen wir uns küssen. Aber Miyuki. Du hast recht, es stimmt. Wir dürfen uns küssen. Guten Morgen, Masato. Es ist schon spät. Wie wär's mit Aufstehen? Was ist passiert? Du willst wissen, was passiert ist? Wir haben uns geküsst. Willst du noch eine? Was? Wir haben uns geküsst und ich hab geglaubt, es wäre nur ein Traum geschehen. Wie seltsam. Ich hab dir einen Kuss auf die Nase gegeben. Weißt du, Masato, Papa hat mir erzählt, dass du mich ständig geküsst hast, als wir noch ganz klein waren. Wirklich? Und so etwas hat dir Papa erzählt? Schade, du bist noch nicht wach genug, um meine Witze zu verstehen. Heute ist unser letzter Tag, bevor die Schule wieder beginnt. Das Leben ist nicht einfach. Zuerst verliebte ich mich in Miyuki Kashima und dann in meine Schwester, die ich jahrelang nicht mehr gesehen habe. Und das Beste ist, dass beide Miyuki heißen. Nur Probleme. Ich bin nicht zu beneiden. Von wem ist der Brief? Er ist von Vater. Das ist ja ein tolles Ding. Ich verstehe kein Wort. Warum schreibt er uns in Englisch? Bist du sicher? Naja, nein, ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte auch Französisch sein. Tut mir leid, der Brief ist in Englisch. Ist mir egal. Lies mir vor, was er uns schreibt. Es tut mir leid, dass ich nicht kommen konnte, aber ich muss noch einige Zeit in Kanada arbeiten. Bitte lass Miyuki in Ruhe. Viele liebe Grüße, dein Vater. Bis bald. Das ist ja nicht zu glauben. Er schickt einen Brief, anstatt selbst zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass er sich 6 Jahre lang nicht mehr genügend um mich gekümmert hat. Du wolltest damals nicht mitgehen. Ich liebe Japan und ich wollte hier bleiben. Ich sehe nicht ein, dass ich dahin gehen muss, wo es sich mein Vater gerade einbildet. Und was meint er mit, lass Miyuki in Ruhe? Hier, dein Essen. Vergiss es, ist normal. Sag mal, du musst aber nicht nach Kanada zurückfahren, oder? Das wäre bestimmt schlimm für dich, nicht wahr? Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Shaik ist ja auch noch da. Wusstest du denn nicht, dass seine Tochter ein Kind bekommen hat und dass er heute Morgen zu ihr gefahren ist? Mach dir keine Gedanken darüber. Ich bin jetzt da und werde mich um dich kümmern. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass nur wir beide hier in diesem Haus sein werden? Toll kombiniert. Freut es dich denn nicht, Masato? Doch, doch. Miyuki brachte meine Gefühle vollkommen durcheinander. Und jetzt, da ich weiß, dass sie meine Schwester ist, habe ich noch mehr Probleme, meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Bist du mit meinen Kochkünsten zufrieden? Schmeckt es dir? Ja, sehr gut. Sie ist ein tolles Mädchen. Und wie gelassen sie ist. Obwohl sie weiß, dass ich mit ihr hätte ausgehen wollen. Es schmeckt gut. Wirklich. Hör zu, Masato, du hast doch heute nichts vor, oder? Nein, ich habe heute nichts vor. Wegen der dummen Sache mit dem Bikini konnte ich heute mit Miyuki nicht ins Kino gehen. Wie wär's, wenn wir nachher ins Kino gehen würden? Was? Hast du denn vergessen, dass wir Geschwister sind? Wie soll ich das verstehen? Hast du keine Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Meine Schwester überraschte mich immer wieder. Sich verändert hat. Nicht so sehr wie du. Ja, schau mal. Die
Sie ist einfach bezaubernd. Jetzt habe ich's gesehen. Deine Nase hat sich bewegt. Hat sie nicht. Mir brauchst du nichts zu erzählen. Ich weiß, was das bedeutet. Oh. 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 Das ist Ryuchi. Das gibt's doch nicht. Ah, das ist meine Schwester Miyuki. Verstanden? Und morgen beginnt wieder die Schule. Wer war das? Ein interessanter Typ. Interessanter Typ, er ist aus meiner Klasse, ist aber ein paar Mal sitzen geblieben. Also bin ich mit meiner Schwester ins Kino gegangen. Es lief ein trauriger Film. Der Film erinnerte mich an mein Leben. Auch im Film war die Mutter sehr krank und man konnte sicher sein, dass sie das Ende des Films nicht erleben wird. Mir gefallen Filme nicht, in denen die Mutter stirbt. Bei solchen Filmen muss ich immer weinen, trotzdem ich ein junger Mann bin. Wollen wir uns nicht einen anderen Film ansehen? Mir gefällt er nicht besonders. Nein. Als meine erste Mutter starb, war ich noch sehr klein. Und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Als ich dann später durch die zweite Heirat meines Vaters wieder eine Mutter und sogar eine Schwester bekam, weinte ich wie ein Schlosshund. Ich kann nicht erklären, warum. Masato, pass schön auf Miyuki auf. Sie ist deine kleine Schwester. Natürlich passe ich auf meine Schwester auf. Warum sagst du das extra? Ich möchte, dass ihr euch beide gut versteht. Das ist einer meiner größten Wünsche. Du wirst doch bei uns bleiben, oder? Das liegt nicht in meiner Hand, Masato.